ich komme vorbei. Sehr gut. So, ihr Freaks hier. Verdammten Rahmen. Puh, so. Das war erstmal okay. Zack, zack. Das ist alles uns und Kaffee! Komm, weiter geht's. Und da oben sind mir einfach viel zu viele Rahmen. So, nachladen. Ich höre die Musik ein bisschen. Oder ist das überhaupt Musik? Aber wo ist der, der uns die ganze Zeit hilft und uns die Nachricht hinterlässt? Der sagt, dass wir Emil nicht trauen sollen. Wo ist der? Oder wer ist das? Gute Frage, nächste Frage. So. Erstmal, wie immer. Oh. Schrotflinte. Ja. Und Manuskript. So. Mott wusste, dass Wake klüger war als er. Wake hatte mehr Geld, eine schöne Frau, alles. Und Hartman sagte, Wake sei wichtig. Also war er besser als Mott. Aber Mott hatte jetzt das Sagen. Er dachte, dass Wake wimmern und kriechen würde, doch stattdessen schien es, als wolle er kämpfen. Mott wusste, dass er Wake erschüttert hatte, wenn er wirklich seine Frau hätte. Der Gedanke ließ ihn erzittern. Ja, okay. Okay. Ah, diese tausenden Raben. Dich hab ich gesehen. So. Nicht die gute Waffe, die nehme ich mir für später. Und weiter. Uns geht weiter. Ein Schubkarre. Glück gehabt. Und. So. Man muss ja nicht die Taschenlampe verschwenden. Und da ist eine Manuskriptseite. Und hier ist viel Zeug drin. Fürs Erste war Barry nur froh, den Sturz überlebt zu haben. Er war von Al getrennt worden und wieder hochzuklettern würde nicht leicht werden. Er sagte sich, dass er mitten in der Nacht im finstern Wald klarkommen würde. Er würde warten, bis Al einen Weg heruntergefunden hatte. Barry drehte sich um, als er schwere Schritte hörte und die Bewegung sah. Der menschenähnliche Schatten sprang ihn mit erhobener Axt aus den Büschen an. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Ah, okay. Das heißt, es geht gleich wieder richtig rund. Und da ist eine Schubkarre. Wir mögen keine Schubkarren. Da ist Wasser drin. Ich dachte schon, das wäre dieses flüssige Dunkelheit oder sowas. Aha.
Ach, ich sehe dich nicht. Hier ist der Pfeil, der sagt immer noch, ich soll da lang. Soll ich hier springen? Bam, bam, bam. Der Noob hat wieder zugeschlagen. So, dann kommen ja die drei gleich wieder. Wo ist der dritte? Da. So, der Fall sagt aber immer noch nach da. Ah, okay, da hinten. Ah. Mein Freund, der Mann mit der gelben Leuchtschrift. Sehr schön. Ja, da haben wir doch wieder so langsam ein schönes Arsenal an Waffen. Super. Hartman sah zu, wie Wakes Gesicht sich entspannte. Der Mann war fraglos ein Kämpfer. Noch auf dem Bett hätte er Hartmans Nase fast ein zweites Mal gebrochen, doch mit ein wenig Zeit würde er Wake schon brechen und in die richtige Richtung lenken. Wake war das vielversprechendste Versuchsobjekt seit Tom. Schlafen Sie gut, Alan, flüsterte Hartman lächelnd. Ich kümmere mich um Sie. Er schniefte kräftig, um seine pochende Nase freizumachen. Das Blut schmeckte er kaum. Kannst du das Tor öffnen? Vielleicht. Barry. Ich habe es zugehauen, als die Bösen aufgetaucht sind. Und der Schlüssel saß etwas locker im Schloss, also. Oh, oh. Ich hab ihn gleich, nur keine Sorge. Wer kommt da? Barry, du Hund. Schnell, Barry! Ja, bin schon dabei! Er kann nicht weit sein! Einen Augenblick, Al! Barry! Das kannst du uns doch nicht antun, Barry! Oh, ich habe eine Mütze gefunden! Boah, Mann, ey!
Wo? Wo war der? Ach so, der hat geworfen. Komm! Ich hab ihn, ich hab ihn! So. Immer nachladen. Ich hab den Schlüssel. Ha, okay, durch Zufall geschafft. Da hat er den Pappaufsteller mitgenommen. Ach Gott, Barry. Okay, wir fahren jetzt zur Anderson Farm. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Weißt du was, für die Sache habe ich... Schau auf die Straße. Wenn wir das überstehen, wenn wir es schaffen sollten, dann bin ich fertig mit der Dunkelheit. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin. Verrückt, aber das macht nichts, Barry. Oh, du sagst es, du bist komplett irre. Du bist bei weitem der verrückteste Typ. Aber vielleicht muss das sein, wenn man es mit so verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft. Sowas passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkel am Grunde des Sees. Aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry. Ich kann... Al, ich... Ich weiß. Hör zu. Ich kann sie zurückbringen. Kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken, das Dunkel, was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andersons. Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andersons wussten Bescheid. Aber sie waren von den Pillen so zugedröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm. Wir müssen sie nur finden. Oh oh. Ich hatte meine Waffe verloren. Wie immer. Barry war nirgendwo zu sehen. Erstmal ein bisschen warten, damit wir wieder genug Energie haben. Denn ohne Waffe ist es im Dunkeln ja ganz schön. Barry! Barry! Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich habe versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann, was für ein Sturz! Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern, das ist quasi wie eine Klippe. Okay. Hier unten bewegt sich was! Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel! Oh, ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, Al. Alles okay! Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? So. Wo sind wir? Du musst sind wir etwa bei dieser Holzmine? Ich warte dort!